fliegt mein Paper und erledigt dich problemlos. Es ist ein Grüß Gott, YouTube. Willkommen in der zweiten Serie unserer Waffen-Gameplays. Mit am Start wieder mein Editor-Kollege, ist ja klar, wie bei jedem MW3-Gameplay. Wir spielen auf der Map. Ja, danke, dass du mir ins Wort fällst. Das ist ja, sehr nett. Der war jetzt einfach zu geil, sorry. Also, ja, wir spielen auf der Map Dome und das Gameplay heute geht um die G36C und ja. Verdammter Pisser, ey! Und es läuft nicht so gut für unser Team, bis. Doch, wir haben C erobert. Hey, was? Ey! Lagst du oder was? Das sitzt einfach nur würdig. Nee, ich hab das so gemacht, sorry. Ach so. Mit Absicht. Ah, oh, du scheiß Sniper! You can suck my ball! Nein! Ja. Wir lenken leider immer wieder sehr schnell vom Thema. Oh. Sorry. Ja. G36C ist das heute Thema. Was im momentanen Zustand nicht einfach ist zu erklären und oha, 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 verwund. Ja, gut. Erzähl also, uns doch mal deine Aufsätze. Ich hab diese. Der Camper. Ich hab diese Waffe auf dem Level 27 und hab die Aufsätze Rückstoß und das Rohpunktvisier. Sind für mich sind das die Abstand die besten zwei. Und ja. Das gibt es dazu zu melden. Und ja, was ist das nur für Aufsätze? Ja, jetzt leckt noch eine Maus. Genau das gleiche wie du. Ebenfalls Rückstoß, Rückpunktvisier. Und ich muss mich jetzt ganz sehen. Hier liegt nämlich ein Camper, den ich jetzt gerade geowned habe. Like a Pro. Like a Pro. So, und ich geh jetzt mal sehr rubern. Und ja, was man für die G36 noch empfehlen kann. Also sie ist für Anfänger eigentlich sehr gut zu spielen. Obwohl man sie erst mit Level 42, glaube ich, oder? 42? Ja. Da, oh, das war ein nice Quickscope, du scheiß Arschloch. Was, Quickscope? Ja, da läuft er mit einer goldenen MSF und Quickscope jede mit den Bären rein. Habe ich vorhin schon gesehen, ja. Ja, was ebenfalls zu empfehlen ist, nimmt die G36 mit dem extra 2 Aufsätze statt dem Rückstoß. Dann wäre es am besten wahrscheinlich ein Rohpunktvisier mit einem Schalldämpfer. Ebenfalls zu empfehlen ist der. Nee, würde ich jetzt nicht so empfehlen, irgendwie. Aber es wäre eine Möglichkeit. Schalldämpfer? Ja, weil Rückstoß macht etwa das. Ja, doch, zwar lohnt sich eigentlich schon noch, ja. Ist noch gut, doch. Ich hab's ja auch schon. Ich hatte schon Hardliner mit Dings ausprobiert mit Schalldämpfer. Zwar richtig low, aber man die Gegner entdecken einen nie, was ziemlich praktisch ist. Und ja, das gibt es dazu zu melden. Ich habe vorhin noch das erweiterte Magazin freigeschaltet. Ja, und ich bin hier gerade ziemlich am Verkacken mit 7-10. Trotzdem gehe ich jetzt wieder C erobern. So, was man für die Abschussserie empfehlen kann. Unterstützung schon gar nicht. Entweder nehmt ihr den Sturm mit möglichst niedrigen Abschussserien am Anfang, was eigentlich fast jeder hat. Da ist wieder der scheiß Sniper und ich habe ihm den Headshot reingeknallt. Ja, also ich habe jetzt persönlich bevorzuge ich eigentlich bei jeder Sturmgewehrklasse die Vorräte, die Predator und ein Reaper oder Tweetig. Einfach eine 9er Abschussserie. Jetzt nehme ich kurz den Akimbo nach vorne, aber da war ich schon zu spät. Ja, den Spezialisten kann ich ebenfalls nur empfehlen für die G36. Am Anfang würde ich unbedingt den Plünderer nehmen. Scheiß Sniper, Mann! Hier kannst du haben. Oh, was? Habe ich keine Munition mehr? Fail. Ich hab noch. Boah, wir werden hier zugeflasht und jetzt bin ich weg mit der Nate. Ja, Vorräte warten auf Zielvorgabe. Ja. Die benutze ich aber noch nicht. Ja, beim Spezialisten unbedingt den Plünderer als erstes nehmen. Ja, das ist absolut. Weil bei der G36 kann man sehr lange oder sehr viele Kills nacheinander machen.
und da geht die Munition leider ziemlich schnell weg. Ja, das ist so. Also jetzt, ich kann sagen, ich habe jetzt noch nicht geschossen, habe 60 Schuss mit einem Vollmagazin noch übrig, also insgesamt 90 Schuss und 3 Magazine, das hat man ziemlich schnell draußen, also nach höchstens 5 Abschüssen. Junge, bei uns darf niemand Charlie. Jetzt muss ich das alleine einnehmen. Da ist wieder der Kackdreck-Sniper. So, ich nehme wieder C ein, schon zum dritten Mal dieses Spiel. Ja, unser Team ist leider am Verlieren. Ups, jo. Da habe ich mich doch verraten. Also bitte, jetzt sieh mich nicht, sieh mich nicht. Jawohl. Er hat mich nicht gesehen, der Low. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Mann, bin ich erschrocken. Ich glaube, ich platziere bei C ein IMS. Nein. Ja. Hey, das ist ja unglaublich, oder? Steht da hinten. Ja, du scheiß AA-12, Junge. Da campt dabei C rum. Ich mach das IMS hier zwischendrin rein. Da wurde mir doch glatt der Kill gesperrt. Der Sniper ist auch noch hier. Ja, es sieht so aus, als würden wir verlieren. Das sieht das wirklich so aus. Das ist sehr schade. Sprayen ist eigentlich mit dieser Waffe weniger zu empfehlen. Eigentlich oder? Gar nicht zu empfehlen. Also ich scope immer, egal wie nah das der Gegner ist, ich scope immer. Im Extremfall, nur im Extremfall, mach ich den Abschuss aus der Hüfte. Ich bin hier gerade ein bisschen low am Campen. Aber es hilft. Erledigen Sie 50 Gegner mit dieser Waffe. Nein, da, der Sniper geht mir auf die Eier. Der geht mir wirklich. Ja, das ist gut, ja. Der ist verdammt gut. Da kommt er mich und messert einfach. Ich hasse da Messern. Da kommt jetzt 2. Oh, jetzt habe ich sie geflasht und. Ach nee, war nicht. Ich hasse, wenn sie einfach nur messern. Erledigen Sie 50 Gegner bei feindlicher Drohne mit Attentäter. Level up, jetzt bin ich Level 60. Hopsasa, das war mir gerne. Hat er mich gerade gekillt, als ich C einnehmen wollte. Der scheiß Quickscoper. Und jetzt nur noch 7 Schuss übrig und der Sniper schießt auf mich. Ich hab so das Gefühl, der Sniper hat einen Aimbot. Der gibt mir immer einen Headshot. Also normal ist es nicht. Das ist wirklich nicht normal. Wir verlieren Charlie, dann gehe ich jetzt Bravo einnehmen. Hoppala! Hey, ich wurde schon etwa 6-mal gemessert. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt eure scheiß MP7 auf vom Boden und kill euch damit. Schluss mit G36! Ja, Schlöcher. Hier eine Klette kannst du haben, Kollege. Haha. Bam, Buddy. Und wieder ein Headshot bekommen. Also momentan bin ich wieder am Aufholen. Nicht so. Ja, Da habe ich jetzt nicht bald eingeholt. Trotzdem. Boah. Shitmarker mit der Semtex ist so kacke. Hat schon wieder geflasht, oder? Ich habe ihn gekillt. Und da kam noch ein zweiter mit der MPC. Wir können noch gewinnen. Wir können noch gewinnen. Oh, der Reaper geht auf mich los! Der Reaper geht auf mich los! Ups, ich hab die Samples gezündet. Und der Reaper ist schon weg. Boah, das war. Nein, da hat er wieder. Geklaut! Die kommen ja die ganze Zeit raus und könnte ich hier theoretisch. Bisschen campen und mich selber flashen.
Sehr gut. Ich hab mich selber geflasht und da stehen Gegner. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also es ist wirklich, es geht extrem schnell und man hat keine Munition. Ich hab keine Munition mehr. Das ist wirklich das Hauptproblem. Ich habe nämlich kein Plünder dabei. Ich habe jetzt schon. Weiß nicht wie viel mal dann zu einem. Ich hau kurz nach Kimbo herausholen. Ich hau noch eine Predator raus zum Schluss. Nein, das war die Vorräte. Da gebe ich auch kurz. Tägliche Herausforderung. So. Predator. Ka-ching! Ja, ich muss jetzt irgendeine Waffe vom Boden aufnehmen. Da ich ungern mit der Kimbo spiele. Trotzdem muss ich sie. Oh, warte. Na, die Predator ist auf dem Dach. Alle Positionen gehören uns, Alter. Wir können verdammt nochmal noch gewinnen. Wir haben. Nein, ja, jetzt haben wir C verloren. Tut mir leid, dass ich heute mit der Kimbo killen muss, aber. Ja, und B haben wir auch gerade verloren. Das heißt, wir haben verloren. Vielleicht kann ich noch C erobern zum Schluss. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja, ja, C noch erobert. Und das Spiel ist zu Ende. Am Ende musste ich zwar mit der Kimbo zocken, das tut mir leid. G36 wäre mir lieber gewesen, aber keine Munition mehr gehabt. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, noch nicht tschüss. Ja, du hast die Stats. Ich komme mich noch auf 31, 28 kämpfen von 22, 26. Snapper Rock 32, 31. Ja. Das war's mit G36. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit der PP90M1. Tschüss.